Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. So, wir haben in diesem Part etwas vor. Und zwar, Little Sis braucht eine OP. Und zwar, ihr fehlt das rechte Bein. Das rechte Bein wurde ihr ja, wie wir wissen, von einem Strauß abgebissen. Und jetzt kriegt sie eine Operation und implantiert Holzbein rechts. Na? Rechtes Bein. Das ist ja ab. Dann gucken wir mal, ob sie diese Operation anständig hinbekommt, beziehungsweise überlebt. Und schauen wir mal, ob wir hier einen Charakter haben, der medizintechnisch halbwegs was taugt. Ich meine, es war ja Phoenix, aber gucken wir erstmal. 7, 0, also sie kann sich selber nicht, doch könnte sie eigentlich theoretisch, weiß ich nicht. 7, 0, 4, 4, 9, 2, 4, 9 und 8. Ha. Feigling, unerschütterlich, eifersüchtig. Nudist, Nachteule, schießwütig. Gucken wir mal, ob Fee nicht das gebacken bekommt mit der OP. Mhm. Operiere Little Sis. Dann schauen wir mal, ob Fee das gebacken bekommt. Wir haben zwar nur rudimentäre Medizin, sollte jetzt aber nicht unbedingt das Problem sein. Und naja, Fee wird nicht alle Tentakel voll zu tun haben. Vor allem nicht, wenn ihr Mann daneben dran ist. Okay, es scheint funktioniert zu haben. Ich habe keine Meldung bekommen, dass es irgendwie kaputt gegangen ist. Okay, wir haben tatsächlich ein Holzbein an ihr angebracht. Effizienz 60%. Sie hat tatsächlich eine bessere Effizienz damit als vorher. Das ist natürlich wünschenswert. Gut, damit haben wir das tatsächlich hinbekommen. Wofür man eigentlich bei einem Holzbein eine Betäubung braucht, weiß ich nicht. Aber gut, nehmen wir das mal so hin. Ah, gut. Das hat ein Holzbein jetzt. Sie wird ihren Mann immer ähnlicher. Ah, schön. Wir haben nur wenig Medizin, was tatsächlich so ist. Und wir haben im Prinzip nur zwei Kräutermedizin. Hm. Mal schauen. Der Dezember hat gerade erst angefangen. Dezembura. Das nächste ist dann der Aprimai. Der Aprimai. Vom 6. Aprimai können wir hier anfangen, tatsächlich zu anzupflanzen wieder. Also wir müssen ungefähr einen Monat warten. Plus minus ein paar Tage. Und uns ist der Saft ausgegangen. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Mhm. Das ist dann nur so umso wichtiger, dass wir die Geothermie jetzt langsam fertig kriegen. Mhm. Und dazu mal ein paar von den, wie sagen wir sagen, komprimierten Bauteilen mal finden. Sind hier irgendwo Raumschiffteile runtergefallen? Da dürften normalerweise immer irgendwelche dabei sein, ne? Hm. Hier liegt irgendwie nichts in der Richtung rum. Hm. Suboptimal nenne ich das mal. Suboptimal. Wir haben hier auf jeden Fall Steel Slack. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir suchen. Hm. Hm. Mal gucken, wie geht's eigentlich Little Sis? Die ist jetzt auf jeden Fall deutlich schneller dran als vorher. Mit der Macht des Holzbeins, ne? Schön auch, dass sie überall sauber macht. Das macht es nur alles einfacher. Steinmetzaufgaben. Genau, bis du X hast. Sollte man auch mal wieder ein bisschen herumschrauben. Beziehungsweise herumhämmern. Mal gucken. Mal gucken. So. Sag mal, ist das zur Homezone jetzt dazu? Moment, Forschung, Geothermie, Energie. Gut, passt. Damit haben wir die Geothermie schon mal beieinander. Dann Temperatur war das nicht, das war Strom. Genau hier. So, das ist jetzt natürlich ein Problem, dass wir natürlich hier keine Bauteile haben. Und zwar absolut gar keine. Also, bis auf die drei hier. Das reicht einfach hin von vorn nicht. Hm.
Wo kriegen wir jetzt hier auf die Schnelle noch Bauteile her? Wie sind eigentlich unsere Fraktionen hier? Zuweisung, Beschränkung, Fraktionen, hier haben wir es ja. Wir haben nur einen Freundchen in der Ecke. Nein. The Society of Elder Things mag uns nicht. Warum? Kann das sein, dass wir... Ah genau, das war mit Fee, glaube ich, ein Ding, oder? Wir müssen uns auf jeden Fall mit ein paar Fraktionen anfreunden. Ich mag das ehrlich gesagt relativ wenig, die ganze Zeit nur Feinde um mich herum zu haben. Es ist vor allem nicht so vom Vorteil wegen, nun ja, du weißt, Angriffen und so weiter. Bringt uns zwar Organe, aber würde ich eher nicht haben wollen. Oh, Hochzeitszeremonie. Warum steht das nirgendwo, dass hier Hochzeit jetzt ist? Wir haben eine Hochzeit. Na, fein. Alle sind am Quatschen. Ist auch wirklich alle dabei. Phoenix, du wachst zur Hochzeit auf, die pennst du nicht durch. So. Alles anwesend. Die Braut, der Bräutigam. Die Hochzeitsgemeinschaft. Alle da. Sehr schön. Und alle haben eine gute Zeit. Hochzeitszeremonie wurde beendet. Jetzt haben wir die große Trauung verpasst. Nein! Schade. Aber gut, gucken wir mal. Spirit ist jetzt der offizielle Ehemann von Little Sis. Mal schauen, wie lang's hält. Okay, passt. Okay, dann haben wir das auch hingekriegt. Jetzt kann Spirit... Hier ist jetzt Feuerwehrmann, machen, ne? Feuerwehrmann, tu mal bitte hier an den komprimierten Bauteilen herumhacken. Das wäre mir fast lieber. Alle sind auf jeden Fall gut drauf. Wie geht's jetzt eigentlich hier mit den Bedürfnissen? War an Hochzeit. Du haust jetzt da nicht nur einmal drauf. So. Menschen zu sehen, die gemeinsam in die Zukunft aufbauen wollen. Du baust da weiter. Du baust nämlich die Zukunft hier an, ne? War auf einer Party viermal. Sehr schön. Gut. Wenn du das dann wieder zurückgebracht hast, dann ist jetzt langsam Feierabend, ne? Das hier ist ja auch noch Kalkstein, gell? Das heißt, da wählst du mal alles aus und reißt auch alles ab. Dann können wir das nämlich hier anbauen und verwenden. Spirit baut hier den Flur. Wer ist denn nochmal das andere? Inspirierter Händler. Little Sis, okay. 8 Tagen gute Deals, ne? Jetzt müssen wir auch in den 8 Tagen einen Deal bekommen, ne? Wie sieht es hier nochmal aus? Es war nicht Tumulo, es war, glaube ich, Player? Geliebte, genau, mit Phoenix. Phoenix und Player sind zusammen. Jo, dann kommen die zweimal hier hin. Wo haben wir es denn hier? Player und Phoenix. Die kriegen die neue Wohnung. So, ist die dann hier auch tatsächlich frei geworden? Und können wir frei gepascht. Dann können die zwei auch mal wieder etwas Zeit miteinander verbringen in ihren eigenen Räumchen, was auch immer die da tun. Eine Hochzeit. Okay, dann gibt's gleich die nächste. Die zwei wollen heiraten. Kaum haben sie ein Schlafzimmer zusammen. So, jetzt muss aber, ne, vor der Ehe, ne? Darf da nichts passieren, ne? Irgendwann kommen, irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten, ich finde das schön, wie weit dass sie das schweifen, werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überlegt ihr, einen Hochzeitsplatz aufzustellen wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Jo. Dann sind die offiziell nicht nur Paare, sondern auch verlobt, ne? Ich stelle mir das zwar etwas seltsam vor, weil Phoenix ja ist ja ein Urwaldkind, ne? Die hat's ja nicht so ganz mit diesen Traditionen, Gebräuchen. Die versteht das ja nicht ganz. Die steht dann wahrscheinlich da. Warum hast du mir dieses verbogene Stück Metall um meinen Finger gewickelt? Was ist da los? Ich verpasse hier irgendwas, aber ich sag mal ja, du bist nett. Ah, fein. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier immer mehrere freie Betten und es
lafft immer weiter. Wir müssten jetzt natürlich auch bald eine neue Wohnung bauen. Ne? Die steht ja auch bald an. Hier so eine 10x10 Wohnung. Da brauchen wir natürlich auch einen weiteren Gang. Und hier muss eine neue Mauer hin. Und zwar aus Granit. Ach, das geht nicht. Schon schreit. Gut, dann kommt das hier weg. Das ist der Boden. Ja, der ist Schlamm. Ne? Der muss erst ausgetrocknet werden, bevor das geht. Okay. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Lauft so nicht. Der Ilzebill will nick, was ich wo will. Und ich weiß, dass ich es nicht zusammengetan habe. Ich will warten, bis hier noch ein paar Sachen geregelt sind. Spirit, was machst du gerade? Ruht sich aus. Ist doch erst Tagesanfang. Tja, es wird gerade hell. Du bist kein Nachtviech. Wird Zeit. Genau, das hier muss ich auch nochmal langsam wegmachen. Ich habe das durchaus verstanden. Verderblichkeit von Kühlräumen, Grammophon, Writing und so, das ganze Gedöns, das kenne ich schon alles. Ich habe das ja, wie gesagt, ich habe ja diesen Modpack ja schon mal ausprobieren müssen, bevor ich hier einfach das Let's Play mache. Logisch. Ich wollte das Ganze ein bisschen gebalanced haben. Und das war eine gute Idee, dass mindestens einer mit einer Powerarm und einer Minigun hier runtergekommen ist. Das war etwas, hart am Anfang. Ja, ne. So, die Kalksteine könnten wir eigentlich auch abbauen. Abreißen. Kann uns nur nützlich sein. Marmorbrocken. Das sind Kalksteine, ne? Jo. Wer baut denn gerade hier ab? Ist einfache Mahlzeit. Komprimierten Stahl. Nee, das wäre mir eigentlich lieber, wenn du hier komprimierten Bauteile abbauen würdest. Aber ich muss dich ja jedes Mal wieder aufs Neue dazu überreden, ne? Nee. So, hier. Wenn du damit fertig bist, machst du dann mal Reihe weiter. Ja, du brauchst es auch nicht fertig. Es ist... Rimworld! Why are you doing this? Dies ist nicht Pretty Wall. Ne? In meinem schönsten Deutsch-Englisch-Akzent. Ne? der Multi-Analyzer wurde endlich fertig gemacht. Schön. Was steht jetzt nur an der Forschung? Die Drogenherstellung. Sehr schön. Und eine Vorratskapsel. Es kommt ja alles Gute auf einmal. Oh, Agavenfrucht. Oh. Mal was anderes zu essen hier. Das kann ruhig mit. Und die Drogenherstellung, ja. Und hier sind auch zwei, die abgebaut gehören. Sehr brav. So, 5 Bauteile, damit könnten wir theoretisch die Geothermie schon machen. Sehr fein. Und es ist auch schön, dass er jetzt automatisch selber das gemacht hat. So entschieden hat, oh, jetzt baue ich die ab. Ich bin gerade so in einem Flow drin. Jetzt mache ich das natürlich auch weiter. So, hier, alles mit. Pass auf den Struthahn auf, du willst dein Bein behalten. Little Sis hat ihr es schon verloren. Ich stelle mir immer noch fraglich vor, wie das passiert ist. Hat einfach der Truthahn, dieser Strauß einfach mal so Maul auf, schnapp und dann war es ab. Da möchte man meinen, diese Viecher sind nicht gefährlich, ne? Gut. Dürfte, wie gesagt, das Geothermie langsam fertig werden. Beziehungsweise im Bau sein. Jo, und Spirit kümmert sich auch gleich drum. Sehr fein. Und Stromkabel liegen auch stand. Also Strom sollten wir jetzt keine Probleme mehr haben. Vor allem, wir können es auch jederzeit hier erweitern. Ich habe ja dafür extra gesorgt, dass die hier so viele Geothermie-Geschichten nehmen, also nah beieinander liegen. Sehr schön. Unsere Akkus dürften sich jetzt füllen. Ja, und das tun sie auch. Sehr fein. 15 kW. Ne, 1,5 kW. Taugt was. Verbunden und gespeichert. Achso. Das ist das, was gerade gebraucht wird, aber es kann 3,6 kW. Ist eigentlich nicht besonders viel.
Und du baust jetzt gerade den Reinigungsspot. Was ist hier? Drogenherstellung ist fertig. Gut. Medizinherstellung. Kommt als nächstes dran. Wir haben ja jetzt ein paar Kräuter. Mit denen können und einen Haufen Neutrasin. Ne? Glaube ich, Neutrasin hieß es doch. Neutramin. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Auf fast 500. Ja. Damit können wir schön. Wortfindungsstörung. Medipacks machen. Sollte schon hier hauen. Hat jetzt hier eigentlich jemand das Zeug angesammelt? Ja, hat er. Gut, passt. Jo, Horror. So, das hier ist dann auch knapp 80%. Wir haben den 5. Dezember. Und du pflanzt wieder an. Du bist. Aufgabe fertiggestellt, hä? Eine Clean Base. Installiere. Ja, machen wir mal. Ich würde sagen, Sinn. Was ist das für ein Riesenbot, hä? Für ein Riesenteil. Wo installieren wir diesen Riesenknüppel? Ich glaube, hier mal in der Ecke. Gucken wir uns das erstmal an. Was es tut. Was tut es da, ne? Und ja, etwas, was ich auch noch machen wollte. Komm schon, lass mich das Feld darunter anklicken. So, hier. Die Lagerzone ist bevorzugt. Die nimmt ja nur das Penkam. Oder wie heißt das nochmal? Pemmikan. Pemmikan. Und nur erlaube ich es jetzt hier mal auch. Das wird als erstes hier hingebracht und dann hier. Ich weiß, in der Kühlzone macht es relativ wenig Sinn, weil es halt eigentlich so nicht verdirbt, aber. Coal, Kitin, Uranium, Crystal Shards und Holz. Ne, Gegenstandsversteck, das kann man auch. Das kann ich nicht. Nee. Ablehnen. Das kann ich eigentlich schon so gleich sagen, dass ich das nicht machen werde. Wir erinnern uns an das letzte Mal. Ohne Sniper, ohne gescheite Ausrüstung und ohne Schild und den ganzen Gedöns gehe ich da nicht hin. Na, das müssen wir nicht nochmal tun. Das war damals schon so gefährlich. Und es schneit. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der YouTube-Auflösung sieht. Wahrscheinlich wird der Codec hier gerade wieder abfliegen. Naja. Gucken wir uns das mal an hier. Recall all, activate all. Aktivieren wir mal dich. Und der Bot saust fleißig herum, macht sauber. Das ist ja geil, das Teil. Super. Hätten wir früher machen sollen. Gut, er schaut erstmal hier herum. Ist auf Streife. Ob hier irgendwo Dreck ist. Irgendwie erinnert das mich an diesen kleinen Roboter bei Wally. Ne? Oder in Wally. Wuselt auch die ganze Zeit hin und her. Menschenjagendes Rudel. Ein menschenjagendes Rudeln aus Ratten. Das hat wirklich etwas Gruseliges. Was? Kameraden, einfach mal alle hier zusammenkommen. Das Rudel ist gefährlich. Wo ist es denn? Und schnell ist es obendrein, ne? Okay, dann prüfen wir unsere Möglichkeiten mal. Ich gehe mal hier hin, du gehst. Ja gut, würde es auch Fee angreifen? Es ist ja schließlich nur Menschenjagen. Du kannst hier hingehen, du gehst dahin. Du gehst dahin, Spirit geht. Du gehst in die Mitte. Spirit geht mal hier hin. Du gehst in die Mitte. Spirit geht außen hin. Tumlu geht hier hin. Player geht hier hin. Und du gehst dahin. Ich weiß, dass Deckung nehmen hier ein bisschen sinnlos ist, aber you know the principle. Ja. Wobei, du stehst hier ein bisschen gefährlich. So. Hier kommen die ersten Viecher. Und ich glaube, ich sollte weiter vorne stehen. Mhm.
was, ich gehe mal hier hin. Du sollst sie nicht essen, du sollst sie angreifen. Das, was du da machst, ist sehr gefährlich, mein Guter. Gucken. 12 Stunden. Die Ratten sind gefährlich hier. Und du sollst mir nicht einen Headshot geben, verdammt. Huh. So eine Armada kampflustiger Ratten ist echt nicht lustig. Huh. Das war jetzt mal gelinde gesagt gefährlich. Okay, die Verletzten gehen jetzt erstmal sich heilen. Tumlu, du behandelst mal Player. Oder wer von euch ist eigentlich am schlimmsten? Keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr, keine unmittelbare Gefahr. Oh, Player hat es ziemlich hart hingehauen. Vor allem mit seinem Asthma. Saski braucht unbedingt Hilfe. Das ist, was war's nochmal mit Medizin? Gar nicht. Tumlu macht gerade. O'Connell, kümmerst dich mal um Saski. Es ist gut, den Bot hier umher zu haben. Der kümmert sich um das ganze Blut und so weiter. Fraktionen befinden sich auf der Durchreise. Ich sehe schon, sie sind okkult. Aber gut, jetzt müssen wir uns erstmal um unsere Verletzten kümmern. So, Spirit behandelt sich selber. Ist auch in Ordnung. Feuerwehrmann ist am Rumlaufen, am fleißig am Arbeiten, aber das wäre mir fast lieber, wenn du dich eigentlich hierher begeben würdest. Hier ist ein freies Bett, da gehst du mal dazu. Feuerwehrmann, genau. Bist völlig geheilt. Phoenix wird gerade behandelt. Player wurde behandelt. Saski braucht noch Behandlung. Wird gerade behandelt. Gut, passt. Und Tumlu, du kümmerst dich mal um Feuerwehrmann. So. Das dürfte jetzt so... Und wie sieht es eigentlich mit mir aus? Ja, ich brauche noch ein bisschen. Und hier ist frei... Dann, ich forsche nicht, ich gehe mal ins Bett und warte, bis ich geheilt bin. Spirits, wie gut ist Medizin? 6. Wo gehe ich jetzt gerade? Ruht sich aus. Okay, bin da. Tumlu, du bist gerade am Wergen. Spirits. Also, Korax, gut passt. So, und ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr Medizin anbauen. Wobei, doch 5x10 geht. Das ist in Ordnung. Es wird in nächster Zeit Rattenfleisch geben. Das kann ich euch garantieren. Gibt's so Rattengeschnetzeltes. So. Gehen wir erstmal alle durch. Unverletzt. Unverletzt. Behandelt. Wird behandelt. Behandelt. Phoenix kocht Mahlzeit. Nee, du, Phoenix, du gehst garantiert jetzt nicht Mahlzeit kochen. Hier ist ein Krankenbett für dich. Du legst dich dahin. Hier behandelt. Behandelt. Und der Rest ist unverletzt. Fee, kümmere dich mal kurz. Verrücktes Tier, ja gleich. Behandelt man, wird schon Saski schon. Okay, passt. Verrücktes Tier, was ist jetzt los? Noch eine Ratte. Hier muss eine Rattenpollwut irgendwie so umher sein. Ich habe keine Ahnung. Wer kümmert sich am besten um die Ratte? Was ist das? Kümmert sich mal Fee drum. So. So. Flump. Weg ist es. So, okay. Damit würde ich sagen, nachdem wir den Rattensturm überlebt haben, Moment, sammeln wir mal alle Ratten ein und ich verabschiede mich von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es Rattengulasch gibt. Für die Gott.